Tja, servus meine Lieben, was geht? Zu einem neuen Spielchen. Und zwar, dieses Spielchen heißt Legends of Honor. 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 Und ich habe keine Ahnung, wirklich nicht, wie das aussieht hier in das ganze Spiel und Co. Sieht es so aus erstmal, dass es ein Aufbauspiel ist. Und ja, willkommen edler Borker, ich bin Lady Jasmine. Es ist mir eine Ehre, euch in eurer neuen Burg zu empfangen. Ja, wir sind jetzt hier, wie es aussieht, in einer Burg. Ja, das Spiel, für die, die sich fragen, da Facecam, da Monitor, flackert, ablenken. Für die, die es interessiert, ich werde jetzt öfters mal ein paar Spiele einfach mal durchtesten, wie es aussieht. Und ja, Legends of Honor. So, mächtige Burgen benötigen Unmengen an Ressourcen. Bla, Steinbruch. So, ein Steinbruch. Kann ich hier mitten vors Tor setzen oder kann man das. Nö. Ja, dann setzen wir den Steinbruch doch einfach mal in die Ecke da. Und Musik oder irgendwas? Gibt's heute nicht, oder? Wie sieht das aus? Habe ich das Bild abgeschnitten? Da muss ich mal schnell. So, das Bild ist ein bisschen abgeschnitten, aber was soll's. So, hier erstmal beschleunigen. Ja, gut, ist alles wieder da. Ja, die Produktion eurer Gebäude, bla bla bla. Also so ein typisches Produktionsspiel, wie es aussieht. Was ist das hier? Verbessern. Gibt bestimmt wieder eine Premium-Währung. Da oben sieht man schon, sieht man das da auch. Hier oben, ganz oben links in der Ecke. Neben der Lady noch. Ne, sieht man nicht, aber ist auch egal. Das sind die ganzen Ressourcen. So wichtig ist das nicht, wie es aussieht. Dunkelheit. Hab's kaputt gemacht, glaube ich. Nein. Ladevorgang. Ahoi. Hero 1. Eddie Blue GR Stufe 1. Und da ist Gesetzloser Stufe 1. Eine Armee. Na dann. Hero Stufe 1. Sturmangriff. So ein epischer Kampf. Das sieht so episch aus. Gesetzloser Hero und. Naja, klar. Werden wir gewonnen haben, oder? Haben wir gewonnen? Glückwunsch. Wir haben gewonnen. Sieg. Dankeschön. Dankeschön. Was ist das? Und jetzt latscht er wieder zurück. Alles klar. Das heißt also, wir können mit unseren Kriegern von der Burg weglatschen und dann wieder hinlatschen. Alles klar. Und zu Hause wartet schon unser Steinbruch auf uns. Und jetzt dürfen wir eine Holzfällhütte bauen, wie es aussieht. Das ist ja eine mega geile Quest. Und die kommt natürlich daneben. Die kann man natürlich beschleunigen. Und das gibt auch noch XP. Yay, Stufe 2. Und es gibt 100 Diamanten. Smaragde. Haben die Namen. Irgendwas, die man sich natürlich auch kaufen kann. Aber. So, Holzfäller. Fortschritt hier verbessern, abreißen, bewegen, Gebäudeübersicht. Wir möchten es natürlich verbessern. So, und kostenlos abschließen. Wenn es gratis ist, dann machen wir das doch. Die Wirtschaft wächst. Na, ist es denn? Und das hier? Nein. Was benötigt? Oh, 5 Stufen benötigt. Das ist der Bergfried hier, alles klar. Ja, also bei diesem Spiel sieht es so aus, dass man hier. Dieses Borg etwas hat und ich glaube, verbessern kann man das auch, ja. Bau einer Kaserne. So. Und dass man da ausbauen muss. Und wir basteln jetzt mal eine Kaserne. Die kommt natürlich hier vors Tor. Stört ja da keinen, ne? Und jetzt können wir rekrutieren. Das ist aber schön. Wir nehmen mal die beilschwingenden Gelben hier. Haben wir jetzt einen Jensen rekrutiert? Habe ich das jetzt echt getan? Einen ganzen Menschen rekrutiert und ohne Sound ist das Ganze hier. Stahl und Schweiß. Ganz links steht übrigens immer das, was ihr nicht seht hier, weil hier mein. Yay! Mein Gesicht, hey, drüber ist. Steht dann mal, immer mal so die Quest. Ne? So, erweitere eure Burg. Wie soll ich denn meine Burg erweitern? Erklärt sich das von alleine? Zeigen. Weist einem Helden Einheiten zu. Zeigen. Macht er nicht. Ach, hier geht das. Okay.
Ja, dann hier alle zuweisen und tschüss. Okay. Fraktion wählen, eine Allianz. Krieger, Orden oder Ritter der Ärsche. Na, wir sind doch mal hier für die Ritter der Ärsche. Gleich Stufe 3, Bauernhaus, Lagerhaus, Schatzkammer. Yay, und eine Erweiterung. Und da haben wir es. Juwelen im Wert von 12 Euro und bla. Hier, hier, hier. Wusste ich's doch. Sieht man die Quest? Hey, man sieht sie sogar. Coole Sache. Geile Sache. So, Bergfried. Nötigt Stufe 6 und Stufe 3. Wir haben 0 Ehre. Wo kann man denn hier was erweitern? Wie kann man das denn größer machen? Erweitert eure Burg. Anzeigen. Ja, mit Erweiterungen. Na dann natürlich in diese Richtung hier. Bis ans Ende der Welt und noch viel weiter. Ach, wie schön. Kann man das hier bewegen? Geil. Spielen wir ein bisschen Tetris hier. So. Läuft bei uns, würde ich mal sagen. Können wir sogar hier im Bauernhaus. Hier, gratis. Hoffe ich doch mal, dass es gratis war. Belohnung. Wir haben aber keinen Sound hier oben. Was ist denn da hier? Hier, Einstellungen, Kundenfenster hier, bla, ausloggen. Oh, abbrechen. Nee, das war Vollbild und Vollbild mag er nicht. Ach, das produziert auch von alleine. Okay. Stufe 2 und das natürlich hier verbessern, verbessern. Und natürlich sofort kostenlos abschließen, weil wir kriegen ja auch alles hinterher, euer Volk verhungert. Lol. Läuft bei uns, Baumenü. Soweit bin ich jetzt schon gekommen. Zivilgebäude, da brauchen wir jetzt genau das Lagerhaus, so ein Ding. Klick, klick, klick. Zu Anfang scheint es alles noch sehr schnell zu gehen und so weiter und so fort. Benötigt Stufe 6. Noch irgendwas vielleicht? Noch Anzeichen, ein Wohnhaus. Stadthaus, sieht auch cool aus. Ja, hier. Wohnhaus, hier direkt vom Burgeingang. Warum auch nicht? So, komm, weil's so geil ist, immer wieder draufklicken. Schatzkammer hier. Komm, bam, weg. Also wie ihr seht, es ist ein Aufbauspiel. Ihr könnt eure eigene Burg aufbasteln. Und ja, hier drüben scheint es wieder Angebote, sonst was zu geben. Vollbild gibt's auch. Nachrichten, Rangliste. Gucken wir doch mal hier in die Rangliste. Bin ja den Ärschen beigetreten. Ja. Stufe 3 bis Stufe 15. Was ist denn ganz oben hier? Stufe 15. Es ist aber nicht so, dass es hier schnell geht, oder? Kann man Bock betreten? Mal angucken. Oh, mit Graben. Bauernhäuser. Okay, das sieht sehr interessant aus. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und ja, ich werde immer mal wieder neue Sachen ausprobieren und hier hinten brennt's überall, sieht ja auch hammermäßig geil aus. Mein Name ist Eddie Blue. Ist das shit? Nein, GR und bis dann.